Und zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. So, heute machen wir mit der Hauptmission weiter. Räder inmitten von Rädern. Hauptmission, 2500 EP, das schauen wir uns doch mal an. Schauen, was uns dann dort erwartet. Ich habe es auch schon markiert, die Mission. So, 900 Meter. Und Leute, wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein bisschen Support da, würde mich sehr, sehr freuen. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Oh, hört zu! Haufen. Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Gegner mit. Der Boss Waffen. Ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Gott, was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Die reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt Fisk hier auf? Hey, wie lange besitzt der Boss das Gelände schon? Sieht alt aus. Nur ein Jahrzehnt oder zwei. Ist vorher schon durch viele Hände gegangen. Drogenschmuggler, Tachtiger, Schnappschmuggler. Ach, komm schon, du darfst doch anfangen. Vielleicht. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Hallo? Gute Nacht. Die will ich gern noch irgendwie kriegen. Da steht gerade saublöde drinne. Kann ich rankommen an den? Thank you.
schlecht aus. Wenn ihr jemand schlaf schön. Anfängerglück. Da ist sie! Gefällt dir das, Spider-Man? Du darfst nicht gewinnen! Waffen ist scheiße. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Du brauchst erst im Knast, aber wir machen unsere Arbeit. Konzentrieren wir uns auf den Keller. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Ja, die Dämonen haben andere Verstecke. Der Boss will, dass der Rest in den Keller gebracht wird. Oh, verstehe. Der alte Technik von selbst. Das Waffe ist. Hat dich überrascht, was? Außerdem, ich halte Wache. Ich halte Wache. Tolle Einstellung. Du Elender! Okay, sie denken mir, ich wäre weg. Konnte ich denn hier nochmal meine Leiste auffüllen? Muss ich nochmal schnell nachgucken in den Kombos, wie das war. Heilen, ah, nach unten, okay. Die Wachen sind alle beisammen. Ein Netz auf dem richtigen Objekt würde sie weglocken. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Bereit halten. Wir
Station. Hallo? Träum süß. Den Penner habe ich vorher nicht gesehen gehabt. Schlaf gut. Hey, Vince, zieh mich ruhig bei dir. Alles okay? Sind da irgendwie Scharfschützen hier oder sowas? Mist. Vince antwortet nicht. Bitte nachsehen. Ich gehe zu seiner letzten Position. Nicht schnarchen. Stecken wir hier mal. Prima. Ich bin wieder unsichtbar. Wir sind bloß noch vier. Vier, vier, fünf. Nochmal Pause. Ich weiß, dass du hier bist. Überraschung! Verdammt! Das war sicher Spider-Man! Ist ein Kapin! Fertig! Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Schauen wir hier mal nach.
Ah, da oben, okay. Sehr schön. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich hab nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Okay. Mit dem Schocker kannst du jetzt das Elektronetz herstellen. Zum Wort von X. Halt X gedrückt, um das Elektronetz herzustellen. Okay. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Sehr schön. Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal, oder? Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Okay. So, eigentlich nur noch da hinten Kasten, oder? Okay, da muss ich eins hoch. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Okay. Nichts drin hier. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Wo könnten sonst Kratzer sein? Oben vielleicht.
achte auf komische Kratzer auf Oberflächen. Bögen, Wänden. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Ich könnte Hilfe mit dem Aufzug brauchen. Gut, ich sehe nach. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich brech das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Ist sie offen? Nein, muss mit dem anderen Kasten verkabelt sein. Ganz oben, okay. Du bist schon lange hinter Fisk her, was? Er ist mein dicker Fisch. Gefunden. Perfekt. Was kann man so sagen? Auf die Huddel. Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Wenn ich ein Anschlusskasten wäre, wo wäre ich? Gefunden. Okay, dann muss ich den blöden Fahrstuhl runter machen. Geschafft. Oh. Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Eins, zwei, drei. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Okay, schauen wir doch mal. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komme nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! Er zwei, um zu einer Oberfläche zu schwingen. Dann, los geht's! Erreiche den Tresorraum. Verdammt! Die Dämonen sind weg! Wie konnten sie entkommen? Waffen sind da. Muss eine Hintertür geben. Such sie! Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Rein und wieder raus. Die waren schnell. Hier sind leere Kisten. Die anderen haben sie einfach gleich... Da! Sie haben die Schlösser gesprengt! Sch!
Dämonen. Bleiben Sie hier. Oh nein. Wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie! Halt! Stopp die Lasten! Sie sind nach Hause! Falsch aufhaben! In Deckung! Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arme! Achtung! Alter! Gar keine Chance gehabt. Jetzt geben sie einfach nur an! Sagt der Kerl der Kugel. Schieße! Deckung! Ich bin ein bisschen beeindruckt. Such weiter. Gib die Rückendeckung. Danke, kam gerade richtig. Hinter dir. Exaktes Timing. Neutralisier ihn. Siehst du? Ich hab auch Freunde. Entdeckung! Ich krieg ihn lahm! Schwer, was ist denn los? Boah, Alter. Achtung! Nachwarten! Schieße! Einen Tag zwei Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche abzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey Jungs, Lust auf mehr? Endstation!
Toll! Jetzt fährt die 3 plötzlich pünktlich. Danke, danke, danke. Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Ja, cool, je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Dann komm mit her. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay, dann rein. Sie ist gut. War nicht leicht, die Mission, aber cool gemacht auf jeden Fall. Bin ich kaputt. Ich geh nach Hause und schlaf etwas. Schnellreiseorte sind jetzt auf der Karte markiert. Zum Fortfahren X drücken. Halte für Schnellreise X, um uns über Peters Apartments gedrückt. Okay. Schnellreisen. Sehr cool. Jetzt habe ich ein bisschen gewartet, muss ich sagen. Können wir doch endlich reingehen. Das haben wir doch ganz am Anfang geschaut gehabt. Soll ich nur schnell mal was gucken? Sein Apartment. Ach, verdammt. Schaut ja nicht mehr so toll aus. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Äh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ach, mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus, Bowery und Grant. Kein Problem. Okay, Leute, das würde ich sagen. Schauen wir uns aber in der nächsten Folge dann an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also die Folge war jetzt richtig cool. Ist ein bisschen was passiert jetzt mal. Hat mir richtig Spaß gemacht. Okay, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.
We'll be right back.